Abend und herzlich willkommen zum Singapur Grand Prix hier in Singapur. Ja. Was ja. Los? Nein, das ist der Singtel Singapur. Achso, ja. Hier, steht wo da. CMS Dynamo wahrscheinlich viel Werbung machen wird für Rolex und sowieso. Kack. Aber seht ihr im Rennen besiegt. Ah, gut, jetzt macht das frei weg. Im Rennen besiegt dreimal den Herrn auf der anderen Seite der Leitung. Ich bin Rufus. Mich nennen die meisten Rufus jetzt. Ja. Sollen sie dich Rufus nennen? Du bist immer noch der Anders. Rufus Anders, ja. Rufus Anders. Lewis Hamilton at lewishamilton.com. Monster Energy Petronas. Grand Prix 1 immer noch. Schnellste Runden 0. Nee, schnellste Runden 0, ja, genau. Oder 0. Podiumsplätze 0. Oder sowas wie Boxenstops habe ich eh einen einzigen. Pole Position 0 überhaupt. Beendete Runden 94. 71. 94. Wieso habe ich mehr als du? Du übst mehr. Nee, das ist online nur. Nee. Gut, das kann daran liegen, dass der Inne, wo du ausgefallen bist. Ja. Und. Ja. Jo. Ja, also das war's jetzt schon mit meinem Setup. Ja, ich hab auch meinen. Wir schrauben noch ein bisschen an meinem Auto rum. Jetzt nicht mehr. Oh! Und es geht los. Hier kannst du dir ganz leicht die Spiegel abfahren. Und das wird natürlich auch abends hochgeladen gegen 17 Uhr. Ja, kommt das wissen Folge die. Das ist Singapur. Schon hochgeladen. Das. Du musst ja alles ist anmachen. Ja, DRS, das hab ich ganz verpatzt. Ich musste gerade nochmal meine Kameraeinstellung umändern. Ich war nämlich gerade im Cockpit, so wie ich immer F1 Classics fahre, liebe Freunde. Ja, ich fahre auch Classics. Unfassbar. Und Vettel fährt mir schon weg. Hier ist DRS vergessen. Pass auf, wenn du zu sehr einlenkst in der DRS-Zone, na, dann fliegst du weg. Alter, wie weit bist du zurück? 0,7. 1,3. Alter, besiegst du mich etwa im Qualifying zum ersten Mal? Nö. Was ist denn jetzt passiert? Nichts. Überhaupt nichts. Doch, was hast du für ein Setup genommen? Eins nach links. Und du? Zwei. Zwei nach links? Ernst? Echt? Ja. Zwei nach rechts. Was? Echt? Ja. Gibt's gar nicht so lange Strecken, wo du Höchstgeschwindigkeit brauchst. Wie fährst du jetzt zurück schon? 1,8. 3,1. Was hast du gemacht überhaupt? Ich bin dreimal gegen die Wand gefahren. So. Die Strecke. Sag ich doch, der beste Abschnitt ist der erste, finde ich. Da meint das meiste Plus. Ja. Werbung für Pirelli. Du bist Nein, ich bin davor stehen geblieben. Mein Motor ist kaputt. Warm? Ja. Meiner ist. Man hat hier Benzin. Ach, du kannst auch Fettgemisch anmachen. Qualifying. Ich bin 12. Und du? Letzter. Ah, die Positivserie ist jetzt gerissen. Ach, echt? Na gut, ich hab mal jetzt die letzten zwei Qualifyings, war ich jetzt in den letzter. Ja, das stimmt. Die letzten drei, letzten zwei. Letzten drei, zwei, vier, fünf. Ah. Irgendwas, irgend so eine Zahl. Ach, und jetzt bei mir freut das nicht mehr. Nö, das ist komisch. Na komm, mach jetzt weg. Ich will dich nicht heulen sehen. Mal gucken, ob das Rennen heute besser wird als letzte Woche. Das ist besser als letzte Woche, kann es ja gar nicht werden. Eigentlich, nee. Ich trau dir aber mehr zu, ehrlich gesagt. So, und jetzt wieder in die Kommentare schreiben, welchen Platz wir belegen werden. Pass auf, jetzt kackt mein Internet wieder ab, nur weil du das gesagt hast. Das hatten wir oft genug. Zurückgelegte schnellste Rennrunden natürlich 0. Boxenstopp also, 4. Was? Puh. Der Top 20 Platzierung. Boxenstopps 1. Beendete Punkte Runden 95. 95. Punkte Durchschnitt pro Rennen 0. Ja. Klar. Tja, da hab ich mehr. Da hab ich 0. Hab ich auch 0. Durchschnittsplatzierung Qualifying 17 immer noch. Ist doch wurscht. Meine ist 22. So, mal sehen, wie ich jetzt das Set, die Rennstrategie wähle. Die Rennstrategie. 15 Runden, ne? 15? Nu? Okay. Was hast du für einen Platz ergattert dir? 12. Ah, wieder so kurz davor, dass du Dingsbums machen darfst. Ja, klar. Die Reifen auswählen darfst.
Ja, ich weiß, dass ich auf harte gehen kann. So. Ab Position 11. Irgendwie bin ich immer so ganz nah am Top 10 dran, aber ja, ich mach das extra so, dass ich da noch wählen darf. Ja, also ich. Die Strategie darf ich wählen. Was hast du denn für Reifen ausgewählt? Wirst du sehen. Also ich hab mir schwarze ausgewählt. Also die so oben rum schwarz sind und ja, an der Seite haben sie so eine komische Farbe. Ja, bei mir auch. So. Ja, also ich hab die schöneren, denke ich mal. Na, mal gucken. Also rot ist hier zum Beispiel Alonso. Das ist aber irgendwie unrealistisch. Ferrari vorne. Na, doch, auf der Strecke schon, finde ich gut. Ricciardo steht bei mir schräg. Bei mir stehen alle. Vor mir stehen irgendwie so viele Autos. Ach, hier steht wieder die Nummer neben dir. Oh, Startplatz. Ja, doch, beim Fahren sehe ich es jetzt. Ja, beim Fahren sehe ich es jetzt. Oh, Scheiße, jetzt kommt wieder so eine Kurve. Ja, direkt am Anfang. Uah, ich bin sehr gut durchgekommen. Vor mir ist ja. Fahr weiter. Alter, wie geil, habe ich die ersten zwei Kurven gepackt. Ich bin Dritter. Och, ich muss den Platz zurückgeben. Wie hast du den überholt? Upp. Über die Außenbande. Oh, Verwarnung, Kollision verschuldet. Ah, nur Verwarnung. Ach, ja. Nö. Von mir ist Button. Und welcher Platz bist du? 16. Na, immerhin. Bin Dritter. Jetzt bin ich 15. Oh, geil. Na, pass ja auf, Alter, in den anderen Streckenabschnitten. Jetzt bin ich 14. Ja, ist okay, ist okay. Ich hab die schönsten Überholungen. Ihr Klopf! Gibt's denn das? Was ist los? Ist mir Button hinten reingefahren. Und? Was ist passiert? Na gut, ich war so nah an der Bande dran, ist mir nicht passiert. Und dem ist auch nicht passiert, leider. Leider. Soll er eine Strafe bekommen? Drecksack. Wie weit ist der Abstand zwischen deinem Vordermann und dir? Ach, ich sehe den nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn wieder. Du hast die Lücke da gerissen, okay. Ja, ich habe die Lücke gerissen. Verstehe. Und mein Hintermann, ja, den merke ich bitte. Ein kleiner Windzug immer. Der pustet mir immer so in den Nacken. Ja, ja, aber da lässt ihn nicht vorbei. Ich und vorbeilassen, ich bin ja nur Trulli. Ja, ja, du bist ja nur Trulli des Let's Plays. Ja, hast du da letzte Woche gesehen? Nur durch a tribute to LOL! Ja, zweiter? Alter, wenn du das gesehen, ich werde da nochmal ranzoomen. Erinnere mich mal bitte daran, in Runde an Ende der Runde 1 an Alonso ranzuzoomen. Danke. Der ist abgehoben, der ist geflogen auf der Startziel geraten. Ja, das ist kein Witz. Geiler Bug. Alter, nee, der ist wie als wäre auf so einen Stein draufgefahren und wie so eine Schanze. Ja, das kenne ich ja. Ich bin auch schon. Das kennen wir ja von Spa, wo ich den Hülkenberg oder den Grosjean hinten drauf gefahren bin. Oh, das war der Grosjean. Gut, jetzt zieht Button leicht an mir vorbei. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wer das Bremsduell gewinnt. Nein! Mach keinen Fehler. Sagt mir mein Boxenmann, der macht höchstwahrscheinlich einen Fehler. Macht er nicht. Werden. Ne, Button. Ist er jetzt wieder vor dir? Ja, der zieht gleich weg. Ich halt irgendwie die Leute auf. Sind doch... Ja, wahrscheinlich ist es nicht. Oh, und jetzt zieht Shit. Das falsche Setup. Quatsch. Geschwindigkeit. Die falschen Reifen. Uff! Ja, verbremst und vorbeigezogen. An? Bianchi. Bianchi war's. Werbung für Pirelli. Weiter Hintermann versucht dich zu überholen. Mach mal. Jawohl, mein Hintermann muss eine Durchfahrtsstrafe antreten. Echt? Jawohl. Bianchi. Warum? Hat Van der Garde oder schon wieder ausgehauen. Ja, jetzt kannst du. Werbung für Pirelli. Ist dein Frontflügel ab? Nö. Bisschen rangeditscht. Oh, Weber, scheiße, Rennen, ist der Zweiter? Vierter, hinter mir. Oh mein Gott.
Hauptsache ich hab DRS hinter Hamilton. Ach stimmt, der DRS ist ja bei mir ausgefallen. Letztes Rennen. Letztes Rennen hat man nicht gesehen, aber. Lol, die hauen alle. Ich hab's auch DRS. Aber warum funktioniert mein DRS nicht mehr? Ich hab jetzt gerade eiskalt abgekürzt. Eiskalt abgekürzt. Jetzt ist Van der Garde hinter mir, Bianchi ist zur Durchfahrtsstrafe reingefahren. Okay. Und du hast ja Hartenreif drin, das heißt, wir kommen uns nicht ins Gehege mit dem Reifenwechsel. Ja, denkst du, warum ich die gewählt habe? Nee. Wir kommen uns auch so nicht ins Gehege. So oft, wie ich mich hier verbremse. Oder nicht? Boah, shit. Die Strecke oh, Mann. Ist fast so eng wie Monaco. Das ist auch so ein halbes Stadtrennen, denke ich mal. Sieht doch so aus. Guck dir mal die Straßen an. Ja, ja. Ich glaube. Was denn? Uiuiui. Ich glaube, der Unterboden, der wird dann irgendwann mal kaputt sein bei mir. Das hast du schon mal in irgendeinem Rennen gesagt. Das ist immer so. England. Ja. Nee, England, da brauche ich Rasenmäher. Das stimmt, genauso wie im letzten Rennen. Ja, komm, letztes Rennen, das war super für mich. Ich brauch Rasenmäher. Nur an einigen Stellen. Du brauchst ja genauso schlimme Rasenmäher. Ja. Webber ist hinter mir. Zieht er dir weg? Was? Hast du gerade die Frage verstanden? Nee. Boah, ich hab gerade quer gestanden. Der trifft mal gut. Hat man schön gehört, die Reifen hinten. Okay, nee, ich hör nix. Bei mir, ich fahr stumm. Ich bin verbremst. So, ich bin jetzt so weit weg von Hamilton hinten dran, dass ich mich wehren muss gegen Webber. Also sagt, der fährt wohl schnellste Rennrunden. Ich setze mein ganzes Cursor in der DRS-Zone ein, Mann. Oh, was ist denn deine schnellste Runde? Alter! Spasti! Titscht mich an. Meine schnellste 1,49,9. 1,55. 2. Lol, ehrlich? Jo. Das ist richtig langsam. Das ist mein Niveau. Trotzdem kommt keiner an mich ran hinten. Der Van der Garde kommt nicht an mich ran. Ich lasse den Webber nicht mehr so schnell vorbei. Die Spasten von Red Bull, die können ruhig hinter mir bleiben. Ist der Vettel auch hinter dir? Ja, klar, vor mir ist Hamilton und Alonso. Vor mir war fast im letzten Rennen auch der Vettel gewesen. Hinter mir nicht. Vor mir war er. Ja, ja, der war auf Zwei-Stopp-Strategie. Hat es trotzdem geschafft. Vor dir zu bleiben. Na gut, das ist kein Wunder. Ich könnte jetzt sehe in meinen, in meinen beiden Rückspiegeln. Ja, ich habe zwei Rückspiegel. Ich auch. Noch. Noch. Das ist geil, Alter, in dem Rennen. Guck mal, der Rückspiegel. Ich hab keine Rückspiegel. Du hast nur einen. Und der ist verdeckt von her. Ja. Ja, der ist verdeckt. Wow! Weber. So schlimm. Weber direkt hinter mir. Ja, das tut weh. Also für mich macht das Rennen was. Der ist direkt an Startziel, bringt nichts. Ist ja auch zu kurz hier. Hä, man hat hier drei DRS-Zonen? Nein. Okay. Ich würde schon sagen. Wer hat was von drei erzählt? Nee, es sah gerade nur so aus. Aber irgendwie hole ich mir meinen ganzen. Der zieht meinen ganzen Vorsprung. Der zieht vorbei. Oh, Alter! Meinen ganzen Vorsprung hole ich mir auf der Start- und Zielgeraden raus. Alter, der Kampf gerade mit Webber. Unfassbar geil. Ich hole mir meinen ganzen Vorsprung für die Runde in der Start- und Zielgeraden raus. Ich bin stolz drauf. Dass du überhaupt Webber aufhältst. Ja. Ich müsste jetzt langsam mal eine Verwarnung fürs Abkürzen bekommen. Eine Strafe, hä? Nö. Strafe, ja, nö. Verwarnung. Na, erst Verwarnung. Wenn schon, denn. Vielleicht bin ich auf dem Reifen schneller als der Mercedes und der Ferrari vor mir. Nö. Das ist. Ich muss kurz so nö. Also, ich beschleunige schneller raus als Scheiße. So, in der nächsten Runde geht's ab in die Box. Was? Schon? Sind die hinter dir mit weichen Reifen? Alle mit weichen Reifen, außer mir. Geil, Alter, weißt du, wie du die dann abziehst? Wie die mich dann wieder abziehen mit frischen Reifen.
Der fährt bestimmt auch da in die Box. Der rutscht ganz schön. Der fand er gerade hinter mir. Ja, der fünfte oder sechste gehen die rein, alle bestimmt. Boah, boah, schon wieder eine Sekunde Rückstand rausgekommen. Einer war in der Box, es ist Alonso, der in der Box war. Vielleicht krieg ich noch nicht. Jetzt ist er aus der Box raus. Oh, Frontflügel geschrottet. Frontflügel geschrottet. Komplett. Jo. Muss ich jetzt weichen? Komm an die Box, an die Box. Muss ich wohl. Für 7 Runden? Passt ungefähr. Für 10 Runden. Ach so. Scheiße, ja. Scheiße, ja, Alter. Alter! Meine Frontflügel zu vorne. Scheißendreck! Noch Reifen? Nein, Benzin. Nein! Reifen! Gehen doch sowieso. Weich. Gehen doch sowieso automatisch auf Weich, wenn du noch. So, Benzin, Standard. Bist du gerade in der Box? Ja, ich bin jetzt raus. Jetzt kannst du reinfahren. Ich bin noch lange nicht, ich bin gerade auf der langen Geraden. So. Boah, hinter mir 4 Autos. Letzter. Boxen ist halt auf diese Runde. Naja. Bianchi ist an der Box. Wollt das jetzt von mir? Vorne rechts der Reifen ist unterkühlt. So, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen Rennen hier. Boah, shit.